Ein Hydrolat und was du alles mit einem so einen Ding machen kannst, ist unfassbar. Erstens einmal, es ist ein Hydrolat. Was ist ein Hydrolat? Wenn du Rose destillierst, ja, also die Rosenblüten destillierst, kommen ja ätherische Öle an die Oberfläche. Und das Wasser, das dort übrig bleibt, das nennt sich Hydrolat. Und es wird oft in Läden, auch sogar in Apotheken, Hydrolate angeboten. Aber bitte, bitte Vorsicht, es sind nicht immer Hydrolate. Wenn es als Rosenhydrolat verkauft wird, könnte es auch Rosenwasser sein. Das bedeutet, es wäre Wasser mit ätherischem Öl der Rose drinnen. Das ist aber nicht dasselbe. Dann gibt es Hydrolate, die mit Alkohol versetzt sind. Das finde ich jetzt auch nicht besonders toll. Und deshalb ist es einfach wichtig, auf die Qualität zu achten. Die, was ich verwende, das verwende ich schon 8 Jahre und da bin ich mir sicher und weiß, was drinnen ist. Was kann ich jetzt mit diesem Ding machen? Erstens für alle Frauen, aber auch für Männer, gell? Aber für die Frauen unter uns, wenn ihr geschminkt seid, ja, bei den Augen, könnt ihr euch mit einem Hydrolat abschminken. Was ihr auch machen könnt, ist das Gesicht reinigen. Das gilt übrigens auch für Männer. Ich reinige es zuerst natürlich mit meiner Naturcreme. Und dann nehme ich das Hydrolat, gebe auf einen Wattebausch, gebe das drauf und reinige mein Gesicht. Und es ist unglaublich, was da runterkommt. Erstens einmal, es wird reiner. Und zweitens, es ist reine Natur. Es ist aus der Rose. Und ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht irgendwas, was mit Alkohol versetzt ist oder irgendwo ein Mittel, was drinnen ist. Reine Rose. Mehr brauche ich nicht. Und jetzt kommt noch was. Wenn du so ein Halskratzen spürst und du einfach reinsprühst damit, dann nimmst du dieses Halskratzen weg. Also das ist ganz am Anfang, bitte. Also wenn ich merke, ui, da ist irgendein Kratzen und ihr habt Rosenhydrolat zu Hause, kann ich das machen. Das nächste, im Sommer ist es heiß und manche Menschen schwitzen. Und auch beim Baden gehen jetzt zum Beispiel, man hupft dann zwar ins Wasser, aber es ist heiß. Und mit diesem Hydrolat kannst du dich vollkommen einsprühen und das Unglaubliche ist, was du nicht weißt, weil du jetzt vor der Kamera bist, es kühlt komplett ab, es ist kühlend, es riecht gut und es ist kühlend. Das Hydrolat kann ich sogar in eine Creme noch hineingeben. Das Hydrolat ist nämlich hautreinigend, pflegend, gut für trockene, aber auch für fettige Haut. Das heißt, einfach genial zum Anwenden. Ich kann auch meinen Raum damit einsprühen, damit es einfach gut riecht. Ich kann das Rosenhydrolat einen Teil zum Beispiel aufs WC geben, dass ich auch dort immer ansprühe. Übrigens super zum Anwenden bei empfindlicher Haut, bei Babyhaut. Das heißt, das ist ein Wahnsinn, was ich mit einem Ding machen kann. Ich kann kühlende Kompressen machen, zum Beispiel bei Entzündungen oder zum Beispiel bei Schmerzen, aber auch bei Fieber, zum Beispiel gerade bei Kindern kann ich kühlende Kompressen machen. Anstatt Essigwasser nehme ich Rosenhydrolat, weil es abkühlt, was auch noch gut riecht, was auch fürs Baby und fürs Kind noch gutes Wohlbefinden ist. Also quasi zum sanften Fieber senken. Und jetzt kommt's, ich kann es sogar zu Süßspeisen dazugeben, zum Verfeinern von Süßspeisen. Oder wenn ich zum Beispiel ein Hautjucken habe, kann ich sofort auf die Haut zum Beispiel aufsprühen, weil ich es ja eh schon habe. Wenn du geschwollene Augen hast, du kannst jetzt zum Beispiel aufs Wattebett, das finde ich ganz cool, aufs Wattebett einfach was raufsprühen und beide, also zwei Wattebetts in dem Fall, und auf die Augen auflegen. Was will ich damit sagen? Also mit dem richtigen Rosenhydrolat. Das Wichtige ist, es müssen die Komponenten drinnen sein, dass es einfach sich um ein reines, echtes Rosenhydrolat handelt. Natürlich, ich arbeite seit 8 Jahren mit dieser Firma zusammen. Wenn du das Rosenhydrolat über diese Firma bestellst und mich eingibst, Daniela Roska, dann kriege ich auch eine Provision dafür. Das ist ganz klar, das sage ich da auch ganz offen, weil das ist natürlich auch meine Arbeit. Wenn du es aber woanders kaufen willst, kann ich ja nicht daran hindern, dann bitte wichtig zu schauen, was ist drinnen. Weil vor allem, wenn Alkohol drinnen ist, dann würde ich es für einige Dinge, die ich dir aufgezählt habe, auf gar keinen Fall verwenden, weil es ist nicht gut für deine Haut. Und auch nicht bei Babys zum Beispiel oder dann einsprühen oder was auch immer. Also einfach einmal vorsichtig sein, was da drinnen ist. Wenn du da mehr Informationen haben möchtest oder wenn du sagst, wow, das ganze Thema interessiert mich, dann gibt es ja den Aromabasis-Intensivkurs.
Du weißt ja mittlerweile, dass ich Mentaltraining und Aromatherapie verbinde. Und deswegen sind diese zwei Hauptgebiete auch die Gebiete, die mir sehr wichtig sind. Und Aroma, Basis, Intensivkurs. Warum intensiv? Weil ich diesen Kurs so aufgebaut habe, dass du im Grunde viel mehr kriegst wie die Basis. Weil ich finde, ich habe zwar den Preis so gewählt wie ein Basiskurs, aber ich wollte, dass du mehr Infos kriegst, damit du tatsächlich auch für dich diese Öle anwenden kannst oder, und jetzt kommt's, sogar mit anderen dann arbeiten könntest. Und deshalb sind mir ganz, ganz, ganz spezielle Themen sehr wichtig, die ich da einfach reingeben wollte. Also es nennt sich Aroma-Basis-Intensivkurs. Ist übrigens ein Online-Kurs, aber so authentisch, das kann ich dir sagen, dass du das Gefühl hast, live dabei zu sein. Und du bekommst auch ein Riechset mit 38 ätherischen Ölen dazu, wo du einfach dieses an dem Öl riechst, ja, bevor du weißt, was es ist, weil es nur nummeriert ist, dann riechst du, dann wirst du eine Emotion spüren oder einen Gedanken spüren oder es kommt irgendetwas hoch und dann erst drückst du aufs Video und erfährst, was das für ein Öl ist, wo es herkommt, wie es hergestellt wird und das Coolste, welche Wirkung es hat, vor allem körperlich und seelisch. Und dann wirst du staunen, warum du so reagiert hast, wie du reagiert hast. Weil der Geruchssinn, den kannst du nicht beeinflussen, der passiert automatisch. Das heißt, du riechst was und es geht in unser Emotionengehirn, in unser limbisches System rein. Und das macht es einfach so spannend. Und wenn du die richtigen Naturprodukte dazu hast, ja, die, und jetzt kommt es, was mir auch ganz wichtig ist an dieser Stelle, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin nicht dafür, dass irgendwas überteuert ist. Also ein hoher Preis sagt überhaupt nichts über die Qualität aus. Ich glaube, da sind wir uns einig, das wirst du schon einmal gemerkt haben. Das heißt, der Preis sagt über die Qualität überhaupt nichts aus. Der Preis ist nur Werbegeschichte. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist so, wie du es auch kennst, wenn du ganz normal in der Drogerie gehst. Und das finde ich so cool, weil es dann nicht darum geht, dass man jetzt preistechnisch dich in irgendeiner Art und Weise abzockt, sondern dass es wirklich einen unglaublichen persönlichen Wert dahinter gibt. Und diese Firma mag ich deswegen so gerne, weil ich sehr viele Firmen schon ausprobiert habe und einfach immer bei dieser Firma dann, also die war immer dabei und die bei der Firma bin ich geblieben. Für mich ist wichtig, Familienunternehmen, schon lange am Markt, also fast über 30 Jahre am Markt. Und ich kann Menschen in die Augen schauen. Ich kenne die Chefs dahinter, die sind aus Schlinz. Und ich wollte immer die Menschen in die Augen schauen. Ich wollte nicht, dass es irgendwo aus Amerika, England oder sonst irgendwo her ist. Da kann ich ja keine in die Augen schauen. Da kann ich ja nicht nachfragen. Und das war mir besonders wichtig. Das sind meine Werte. Und wenn es auch deine Werte sind, dann freue ich mich natürlich, wenn du quasi die Dinge auch über mich beziehst. Wenn du mehr Informationen haben willst, wie gesagt, schreib mir sehr gerne einen Kommentar. Und ja, wenn du überhaupt mehr Infos haben willst, dann nimm gerne das Plus weg. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben, du kannst in den Link drücken. Übrigens, wenn du auf den Link drückst, dann kann es sein, dass du 2-3 Mal draufklicken musst. Das habe ich schon gesehen, wenn ich irgendwo woanders einen Link druck. Ja, und dann kommst du quasi auf alle Informationen, die ich so anbiete. Ich freue mich sehr und ja, das ist ein sehr langes Video und bin gespannt, ob du bis dahin geschaut hast.